Schwanenkinder im Zoo Berlin sind Flügge geworden. Der richtige Zeitpunkt für Christian Möller, sie zu einem Ausflug abzuholen. So. Jetzt geht's raus. Raus mit euch. Umdrehen. Umdrehen und raus, genau. So. Und die Wasserschweinmama mit Kindern retour? Nein, Elena geht noch nicht rein. Und ab zum Wasser, los. Ja, das ist doch die falsche Richtung. Wie geht es mal zum Wasser? Los, ein bisschen schwimmen. Ja, los. Schwanenkinder legen schon früh ihre Schwimmprüfung ab. Die sind jetzt einen Monat ungefähr alt. Ja, wir hatten ja letztes Jahr Probleme mit Krähen, wenn die zu klein sind, dass da die Gefahr von Krähen herrscht sozusagen. Aber jetzt sind sie einen Monat alt und wie man sieht, auch groß genug. Und die schwimmen ja nun auch mittlerweile sehr gut. Genau wie im Kinderlied. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Dabei ist das ganz neu für sie. Zur Belohnung gibt's Leckeries. So, dann kommt mal her. Schnecke, komm mal her. Die sind jetzt erst mal draußen, die Kleinen. Und man muss natürlich immer ein bisschen Guanacos da ein bisschen aufpassen, dass die eben an das Futter nicht rangehen. Aber zum Anfüttern ein bisschen am Wasser, damit es. Sie kommen wie gerufen, die Guanacos. Frau Schnute hat die Schnute vorn. Das ist nichts für euch. Na, Schnute, sag mal, hörst du mal auf. Das ist nichts für dich. Geh weg. Geh weg, du Frechdachs. Nichts für dich zum Fressen. Das ist für die Schwäne. Aber die scheinen nicht zu wollen. Wer nicht will, der hat schon. Selber fressen macht fett. Na super, hast du das gemacht, Schnute. Ja. Und nun haben die Schwäne nichts mehr. Angriff vom Ganter. Doch nicht auf die Futterdiebe. Wir haben hier eine Nando-Henne. Letztes Jahr hatten wir noch einen Nando-Hahn dazu. Und der hat sich auch zur Wehr gesetzt und hat auch sein Mädel beschützen müssen. Bloß der ist uns letztes Jahr leider verstorben. Und dadurch ist sie jetzt hier alleine drauf. Und natürlich auch nicht so mutig und nicht so aggressiv. Ja, und sie riskiert es leider immer wieder, hier vorne auch ans Becken ranzukommen, wenn sie da hinten bleiben würde. Im hinteren Bereich, dann würde der Ganter auch gar nicht so weit hinterhergehen, weil er schon in der Nähe seiner Küken bleibt und am Wasser. Aber die Henne probiert es halt immer wieder und dann wird sie halt doch wieder im Hintern gebissen. Wir haben dann eine Federprobe gemacht, beziehungsweise eine Geschlechtsbestimmung daraus und es sind zwei Mädels. Das ist natürlich auch sehr schön. Zu knabbern gibt's für die Bonobos gleich Besseres als zwei Kleinen. Hallo ihr, na? Jala? Ich hab was mitgebracht. Die begehrten Erdnüsse. Santi? Hallo Opala. Hallo die Kemba. Wie geht's? Kivu? Probier mal, ob du Ärger kriegst hier. Schnell. Kivu? Nein. Na Opala, wie geht's dir Kleen? Hm? Dass Ruben Galki fragt, hat seinen Grund. Die war so ein bisschen kränklich, hat so ein bisschen schlapp gemacht. Wir wissen nicht genau, warum. Die hat nicht so die typischen Erkältungsanzeichen gehabt, wie sonst manchmal.
ist nur noch an Opala dran gewesen. Eigentlich ist er ja schon recht selbstständig und selber unterwegs, klettert und spielt mit Kivu. Und da war aber gar nichts mehr. Da hing sie wirklich nur an ihrer Mutter und hatte auch nicht mehr so richtig Appetit. Man hat gesehen, dass die Brust von Opala voller war. Sie hat nicht mehr so viel getrunken. Und das hat sich dann langsam wieder gegeben, ohne dass wir rausgekriegt haben, woran das wirklich liegt. Sandy, du hast Ärger mit Jala, nicht mit mir. Dann musst du das mit ihr klären. Wenn die sich hier streiten, dann bin ich der Böse. Dann vermeiden sie es untereinander, das zu klären. Dann sind sie sich einig, dass der Pfleger schuld ist. Der berühmte Sündenbock. Einer muss es ja sein. Kivu. Der hat das mal direkt an der Scheibe gemacht vor den Leuten. Und weil der gut fand, dass sie dann so gekreischt haben und einen Schritt zurückgegangen sind, hat er das immer wieder gemacht. Einfach, weil ihm die Reaktion der Leute gefallen hat. Eine Reaktion auf so eine Dummheit, die er macht. Dann hat er das drinnen bei uns auch gemacht. Und dann ist immer am besten, sowas völlig zu ignorieren. Sonst fördert man so ein Verhalten auch noch. Ich meine, irgendwann werde ich es mal nutzen fürs Training. Dann kann man es auch belohnen und ein Kommando draus machen. Ein Kommando dafür einführen, dass er dann irgendwann auf Kommando Urin gibt. Ist ja auch eine gute Sache, aber es wäre jetzt noch zu früh. Dann pinkelt er nur noch, wenn ich da bin. Kivu weiß sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sonst stehlen ihm die Frauen immer die Show. Das macht sie jetzt, weil sie es vom Training kennt. Wenn ich die Hand hinstrecke, dann berührt sie die auch. Und wenn ich dann so ein bisschen geguckt habe, dann weiß sie, dass sie was dafür bekommt. Puh, Mama geht. Opala? Auch beim Futter. Die Frauen immer vorne weg. Der arme Kivu im Hintertreffen. Jala, Mensch, darf der Sandy nicht haben. Auch Kivu kann sich nicht erlauben, von mir eine Erdnuss geben zu lassen. Dann kriegt er sofort Ärger von den anderen. Der lernt als Bonobo-Mann schon, dass er nicht so viel zu melden hat. Auch später nicht. Da sind ja die Weibchen dominant. Bonobo-Männer sind Lappen. Und werden auch so ein bisschen so erzogen, hat man das Gefühl. Man fügt sich notgedrungen in sein Schicksal. Na Kivu, traust dich auch nicht jetzt. Sonst immer so frech. Kivu. Mal gucken, ob keiner guckt. Hast du Glück gehabt. Nix wie weg. Hat er noch was gekriegt, Vajana? Du nicht. Anlage im Tierpark Berlin wird umgebaut. Gefördert von der GASAG und dem deutschen Eishockeymeister, den Eisbären Berlin. Ja, schön. Freut mich, dass wir endlich mal hier sind im Sommer. Und ja, die sind ein bisschen müde, aber Sonne macht ihnen ja eine Straße. Wir sehen ja, das Weibchen legt sich auch völlig in die pralle Sonne und sonstig. Im Gegensatz zu Pinguinen oder zu Robben sind die, haben die gar kein Problem mit. Mhm. Das war relativ alt, der Weibchen, ist das richtig? Ja, das ist 30 schon, nicht? Aber er ist noch nicht so alt, er ist 10 Jahre jünger. Und er hat mit ihr auch schon mal ein Junges gehabt, aber es hat dann nicht mehr aufgezogen. Okay. Aber es kommt ein junges Weibchen aus Russland, die ist kommt im Herbst. Ne? Die ist ein Jahr dann alt. Ne? Ein Jahr? Ein Jahr. Ist in Moskau geboren, kommt aber aus Rostov am Don. Das ist ein Ausgleich für die Elefanten, die wir dahin geschickt haben. Ne? Okay. Und in Vorbereitung dazu wollen wir eben die Anlage umbauen, wie die anderen Bärenanlagen auch. Nicht? Die ist ja sehr schön, der Tischstand ist von 1957. Und
wenn wir zum Beispiel, wir waren ja schon zusammen beim Zoo bei der Aktion, nicht? Genau. Wenn man die Eisbärnade anguckt, die sieht ja ganz ähnlich aus, hat nur eine niedrigere Rückwand. Ist also der Nachempfund, die ist 10 Jahre älter. Ne? Künftig gibt es in der Mauer ein Panoramafenster mit Blick unter Wasser. Über 2/3 der Kosten wird vom Förderverein und von unserer gemeinsamen Aktion eben getragen. Ne? Also insofern kann man schon sagen, Eisbären für Eisbären. Das freut mich besonders. Also gerade, dass auch Leute dann mal die Möglichkeit haben, wirklich nah ranzukommen, die vielleicht ein bisschen unbehindert sind. Das ist doch perfekt. Wann wird das fertig sein? Dann also das wird zum Jahresende fertig sein. Mhm. Wir wollen also die Sommersaison nutzen, dass wir das machen können. Ja, und wie, ich meine, mit dem Rausziehen, das versteht noch nicht so ganz. Ich meine, da, wenn das hier rausgesägt wird, dann ist doch hier erstmal komplett alle zu, oder? Da kann man sich doch. Naja, die Bären müssen ja halt drin sein, das ist klar. Das muss ja rauslaufen. Das und das macht den Bären aber auch nicht aus, wenn die, keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Das dauert ja bestimmt. Nur dieses, sagen wir mal, schneiden und dann verfüllen muss relativ schnell gehen. Die haben große Ställe innen, nicht, aber in der Zeit können sie eben nicht raus. Das und das Schöne ist ja, wenn wir jetzt hier stehen, gucken wir den Bär ja, das ist der große Troll hier, den gucken wir ja direkt in die Augen jetzt. Ne? Und das wird dann noch durch die Scheibe eben noch schöner sein. Troll, was los? Der heißt doch wirklich Troll, ja? Der heißt Troll. Der ist in Wuppertal geboren, ja, war dann ein paar Jahre in Schwerin. Der Zoo Schwerin hat seine Bärenhaltung verändert, hat eine große Anlage für Braunbären gebaut und hat die Eisbären, das einzelne Eisbärmännchen uns gegeben. So, dann hoffen wir, dass das eine schöne Anlage wird. Ja, also ich das war dank unserer gemeinsamen Aktion, Eisbären, Förderverein und Tierpark, schön. Das schön machen. Ja, nee, also das freut mich ja auch, dass der Anschluss jetzt getan ist und dass wir dann sollten wir uns das vielleicht nochmal angucken, wenn er dann fertig ist. Genau, ja. Passt zu den Männern von den Eisbären Berlin. Wir versuchen ja auch immer so stark und kräftig zu sein und ich meine, man sieht ja, das ist ein wunderschönes Tier einfach. Kräftig, sieht einfach Hammer aus. Wahnsinn. Und sie beflügeln sich gegenseitig. Macht. Dumme Schafe sind das hier keineswegs. Da sie wollen einfach nur nicht. Steht doch schon in der Tür. Da, nur reingehen. Komm. Nur reingehen. Komm. Ja, ja. Komm. Macht euren Namen nicht alle Ehre. Mit dem Spruch. Genau, so. Ja, siehst du da, ab hinterher. Ja, komm. Genau, so. So, schön. Dann du auch. Los. So. Den Waliser Schwarzhalsziegen und den Schwarznasenschafen droht die ungeliebte Pediküre. Was wollen wir als erstes? Schaftiegel? Warte, Klavier und Christ, wie sie kommen. Am besten Schaf machen wir mal zuerst, wa? Du hast die gerade gemeldet. Komm, komm, komm. Komm, nicht so bockig. Nicht so bockig. So. Ja. Ach, das Schauspiel findet Gott sei Dank nicht jeden Tag statt. Klauenpflege machen wir hier bei den Schafen und Ziegen. So 2 bis 3 Mal im Jahr. Also da müssen wir dann schon ran, denn die Zehen, entweder die Zehen kürzen, unten die Sohle beschneiden. So, fertig. Fertig. Ein Ausdruck der Erleichterung. Vollkommen neues Laufgefühl. Ups, Alter. Guck mal her, den Kühlchen. Ganz billig. Ja, die ist jetzt hier knapp ein Vierteljahr alt und ein bisschen ist jetzt auch schon dran und da fängt man dann halt mit an. Man muss mal gucken, wie das hier so ist. Wächst hier ein bisschen aus, hier steht noch ein bisschen die Außenwand hier ein bisschen drüber. Das muss natürlich weggeschnitten werden. Ja, ein bisschen die Zehe vorne unterkürzt, damit es nicht ganz so spitz ist. Bei den Kleinen scheint das Ganze etwas leichter zu sein. Ja, ein bisschen einfacher. Die Großen kann man noch nicht mehr so auf den Arm nehmen. Nee. Und will es bei solchen Hörnern vielleicht auch nicht. Anstrengend ist es so oder so. Gemacht werden muss es. Sonst führt es ja zu Deformationen.
der Clown. Das ist jetzt das erste Mal bei ihr. Aber, naja. Aber Ronald Lechert und Martin Rüger sind einfühlsam. Ja, 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 ja. Ja, ja, Ziegen sind so ein bisschen wehleidig manchmal. Ja, dir tut keiner was. Ja. Ja, doch. Kleine Hörnchen muss man aufpassen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nicht hauen. Ja. Ja, doch, ja, doch, ja, doch, ja, doch. Ja. Ja. Ganz ja gleich, ja. Gleich erlöst. Okay. Ja, 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 ja. So. Hast du dich schon? Ja, ja, ja. Schnell weg. Schnell weg. Jensi Renz auf dem Weg zu seinen Kindern. So. Wollen wir mal schauen. Alles im grünen Bereich. Draußen treiben Krähen, Marder und Füchse ihr Unwesen. Hier drin sind die Eier in Sicherheit. Da kann man sich dann auch rauswagen. Sind zwei geschlüpft. Ja, wunderbar. Ja, was denn? Oh, da Nummer eins. Ein Neugeborenes. So, gerade eben geschlüpft. Das ist noch ganz der Pflaum hier. Der Federstaub ist noch drauf. Das fliegt alle. Wenn man dann pustet, hier vorne sieht man, was sie zum Schlüpfen brauchen, ist der Eizahn. Das ist dieses kleine Weiße hier. Das hat die Ente hier auch, das fällt nachher ab. Damit picken die Eierschale von drinnen an. Das machen sie ringsrum. Und dann sieht das dann so aus. Dann ist das Ei praktisch so ringsrum aufgepickt. Und dann stoßen sie den Deckel ab und dann kommen sie raus. Und das ist hinten, was vom Dotter übrig bleibt, das stoßen sie dann ab. Das ist eine Kolbenente, eine Tauchente und das ist eine Pfeifgans. Eine Pfeifgans. Ne? Und die kommen nachher zu den anderen Kumpels im Revier. Da haben wir Kisten mit Rotlichtlampen, da sind schon mehrere drin. Und da lernen sie auch von den anderen das Fressen, das Schwimmen. Müssen sie alles lernen. Ne? Ja, jetzt kommt er erstmal in den Eimer. Ja. Als Übergangsstation. So, ab das schön. Nicht rausklettern. Gucken, was hier noch ist. Jetzt muss ich erstmal die Eier umpacken. Hier ist ja schon fast einer draußen. Dem muss ich auch noch ein bisschen helfen. Mit einer ungewöhnlichen Methode. So, und das ist dazu da, damit sie besser schlüpfen, dass wenn sie an der Eihaut festkleben, dass sich das lockert. Das ist normales Wasser. Liegt es denn gut im Ei? Das liegt jetzt so, dass es probiert, den Kopf rauszuholen. Wenn es das geschafft hat, mit dem Kopf raus, dann drückt es sich noch mit den Füßen raus aus dem Ei und dann ist es draußen. Feucht es noch mal ein bisschen an und regt den Kreislauf ein bisschen an. Oh ja, das haben kalte Duschen an sich. Ja, fein. Das ist anstrengend, das Schlüpfen, ne? Das Herzchen pocht bis zum Halse. Das ist groß. Ach, draußen. Na, das ist hier eine Kolbenente.
Und das ist hier, das ist eine Reiherente. Und alles, wie es sein soll. No, du musst doch deinen Dotter ein bisschen einziehen. Der hängt hier noch ein bisschen raus. So. Habt ihr hier noch ein bisschen Zeit zum Trocknen. So, meine Süßen. Wie geht's euch da drinnen? Jo. Seht alle fit aus. Ja, mack, mack, mack. Kommt da zu euren Geschwistern oder Halbgeschwistern. Und gehört zur großen Vogelschar im Zoo. Bühne frei für die indischen Löwinnen Chochila und Shakira. Die Schwestern sind wieder im Bremenhaus. Draußen geblieben der junge Boris. Eine ganz neue Konstellation. Ihr habt da jetzt die beiden Weibchen draußen. Warum gerade mit Boris, dass der jetzt hinten bleiben muss oder so? Vermissten wohl, war die Ja. Hier ist zu viel Lehm auf der Anlage. Das bin ich sonst bei ihm nicht gewöhnt. Der Boris, der ist jetzt draußen. Den haben wir auf der Außenanlage gelassen und dafür sind jetzt die Mädchen hier auf der Innenanlage. Aber für die Löwenweibchen ist ja nur hier zu gut, dass die Anlage nur nach dem Kerl riecht. Dass die jetzt ein bisschen noch Touren kommen hier. Das tut Not. Paarung mit dem jungen Kerl ist noch nicht drin. So sehr sich die rassigen Damen das auch wünschen mögen. Die sind hier nur rumgerannt war und haben überall geschnuppert und so. Und dann sind sie mal zum Schieber gegangen. Dann haben sie ihn gerufen und er ist auch immer wieder. Sie haben ihn gerufen, ja? Sie haben ihn gerufen, ja. Sonst haben sie doch mal nur Feuer geblufft. Er dann auch immer, da seid ihr ja. Und das war richtig schön, ja. Oh, jetzt muss er bloß noch richtig ein Mann werden und dann. Ja, aber der sieht schon schön aus. Davon kann sich der Cleviani, der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, auch gleich überzeugen. Kollegin Angelika Bergling ist stolz auf Boris. Na und, was sagst du? Ah, der sieht gut aus auf der Anlage. Das ist richtig gut. Ein bisschen mehr Mähne, dann kann man noch Löwe zu ihm sagen. Dann. Ja, ich finde, der hat sich richtig toll rausgemacht. Was bei dem anfänglich ängstlichen Charakter gar nicht so zu erwarten war. Doch nun mit 2 Jahren scheint die Scheu vorbei. Das ist viel Bestrafung, man sieht ihn kaum. Na ja. Das nimmt er nämlich auch sehr gut als Deckung, Gerze. Du musst ja auch gucken, was hier läuft. Ja. Ach, schön, wie er uns jetzt beobachtet hier. Herrlich. Wie im Tierfilm. Aber auch Boris hat sein Kino. Hier kann man gucken und hier ist immer Bewegung. Man hört ein Täubchen gurren. Das ist, also ich meine, das ist natürlich für den Spielzeug. Und da ist ja logisch, dass er sich dann auch mehr bewegt. Ja, da kann man schon mal sein Späßchen dann machen als Löwe dann. Na klar. Also, Ende ihrer anfänglichen Besorgnis? Ach, das wird schon. Dauert nur halt ein bisschen länger mit ihm. Aber also für das, wie er sich vorher verhalten hat hier auf der Innenanlage, muss ich sagen, hat er das in so kurzer Zeit, also guck mal, war ja nur ein paar Tage eigentlich. Knappe Woche hat er das so gut. Ja, auf Innenanlage hat er länger gebraucht. Also, da muss von daher, da er gut. Wird eben jetzt doch groß. Wir können fröhlich in die Zukunft schauen. Schauen wir mal. Boris hat sich rausgemacht. Lange hat die Mohrenmaki-Mama ihren Lenny nicht mehr am Hals. Er wird immer selbstständiger und erfreut mit seinen Fortschritten Kurator Andreas Pauli. Jetzt. Aua. Speisen, oder? Ja, allein fressen gehört dazu. Jetzt kommen wir hierher. Wie man sieht, ist er schon mit. Der kleine Lenny. Manchmal geht er jetzt auch runter, ne, von der Mutter. Und spielt. Komm. Guck mal, da ist deine Ecke hier. Komm, da musst du hin. Auch Mohr
Jochen Marke Kinder müssen das lernen. Ja, klappt schon ganz gut, ne? Nicht nur, wenn er gefüttert wird. Also normalerweise geht er jetzt runter von der Mutter, geht in die Futterschüssel auch rein. Lenny, komm her. Du nicht. Da musst du mal runter. Ja, genau. Und immer wieder zeigen, wie es geht. Du nicht. Das ist fürs Kind. Ja. Das Kind interessiert sich aber mehr für die Kamera. Hier. Und was steht heute auf dem Speiseplan? Gekochte Karotte. Guck mal. Ja, lass doch mal dein Kleines auch probieren. Ja. Hier, nimm es. Wie alt ist Lenny jetzt? Jetzt ist er 2 Monate. Genau, also fast auf den Tag. Mit 8 Wochen fängt das so an. Ne? Das also liegt genau in der Zeit, dass er halt feste Nahrung aufnimmt. Dann kann man natürlich mit kleinem Apfel versuchen, gekochte Karotte. Da kommt er noch nicht so mit zurecht anscheinend. Und dann steigert sich das alles so langsam. Ne? Schmeckt der nicht so. Da ist ein Stück. Lenny ist nicht der einzige Mohren-Maki-Nachwuchs in Europa, mit dem der Tierpark zum Erhalt der gefährdeten Art beiträgt. Man hat so im Jahr ungefähr 5 bis 10 Jungtiere bei Mohren-Makis in Europa. Und das ist schon ganz gut, so als Zuchterfolg. Und ob das jetzt ein Männchen ist oder ein Weibchen, spielt erstmal keine Rolle. Also passt das schon. Zack. Also einen guten Monat, denke ich mal, ist er noch. Nicht immer auf der Mutter, nicht ständig, ist er jetzt ja auch nicht. Aber solange wird er noch an der Zitze rumnuckeln. Sieht man mal, was die schon für einen langen Schwanz haben, ne? Ja, jetzt fängt er doch an zu spielen hier. Liebstes Spiel, der Mutter auf dem Kopf herumtanzen. Ja, so lernen die auch die Bewegung, wie sie springen müssen und so weiter und so fort. Das ist natürlich so ganz ohne Mama ist ihm noch nicht. Ne? Also die muss immer in der Nähe sein irgendwo. Immer schön der Reihe nach. Bei 30 Grad im Schatten blockt jeden das kühlende Nass. Und geh rein. Geh da mal rein. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Einfach hopp, hopp, hopp. Ist nicht. Baden bei den asiatischen Elefanten erfolgt nach einem ausgeklügelten System. Vorwärts. Nova, vorwärts, komm. Mach mal vorwärts. Erst die Kleinen mit Mutter und Tante. Sind ja vorwärts. Sind ja nicht vorwärts, komm. Ja, ist das schön. Andreas Buberl und Arne Weinhold haben den Überblick. Sind ja Lederung, sind ja Lederung. Na, Tusa, schubst du rein. Uiuiui. Ui, ui. Dann kannst du den Hintern auch noch reinspringen. Ist ein richtiger Bulle, der Kleine. Ja. Oh, ist fein. Und nach welchem Prinzip funktioniert das Baden nun? Das sind halt die Rangniedrigen, die haben jetzt zuerst baden geschickt, weil die trauen sich sonst nicht so, weil dann irgendwelche bösen Großen kommen, die dann böse Sachen mit ihnen machen vielleicht. So, ja, dann gehen wir gleich die nächste da. Mach vorwärts. Baden. Die nächste ist die Chefin. Keva vorwärts. Keva vorwärts. Na los. Na los, ab.
Jawohl. So ist fein. Elefanten-Badespaß. Schön. Ja. Einmal frei. Keva badet eigentlich am schönsten von den allen. Die genießt das immer so. Klatsch. Mit Rückwärtsrolle. Vorwärtsrolle kann sie sicher auch. Schmeiß mal deine Schwester rein. Kannst du das? Mach das mal. Mach das. Nur mal, komm. Schwester reinschmeißen. Die Schwester rein da. Genau, mach die rein. So ist fein. Gut. Den Kleinen macht es auf jeden Fall auch Spaß. Die Großen macht auch manchmal Spaß, aber die gehen eher aus vernünftigen Gründen baden. Nimm sie mit. Nimm sie mit. Erster Durchgang beendet. Der zweite fackt gleich. Feine Geber. Arne? Ja, hier. Machen wir noch die ganz, die anderen da auch? Die da, ja, oder? Ja, lass mal die noch. Ja. Okay, wir gerade einen Astra in Sidekick gemacht. Astra träumen nicht. Luise, Frosja, komm. Mit Kleinkindern und Babys bilden die Weißband-Pekaris wieder eine Großfamilie, die mächtig Hunger hat. Ja, hallo, guckt mal, was ich für euch habe. Frisch aus dem Wald. Ganz nach ihrem Geschmack. Das mögen die unheimlich gerne. Das ist hier Ahorn und das ist für alle Schweine hier im Zoo eine Delikatesse. Jawohl, ach, auf die Kleinen auf, ach, hi. Aber ist nichts passiert, haben sich bloß erschreckt. Die knabbern schon so ein bisschen mit am Futter dran rum, so richtig fressen tun sie natürlich noch nicht. Sie ernähren sich noch von der Milch der Mutter, also sie säugen noch. Aber hin und wieder wird auch schon mal mit dran rumgeknabbert. Und wir sind ja so froh, dass wir hier wieder zwei kleine Weißbart-Pekaris haben. Das ist ein kleines Pärchen, weil wir hatten fast ein Jahr lang Pause gehabt. Also fast ein Jahr lang kamen hier keine kleinen Pekaris mehr an. Pekari ist ein indianischer Name aus Brasilien und bedeutet Tier, das viele Wege durch den Wald macht. Viele Wege stehen ihnen auch in ihrer Rotte offen. In so einem Verband finden die Ferkel immer einen, der was zu trinken hat. Diese kleinen Ferkel, die dürfen dann auch mal bei einer Tante trinken. Nicht bloß bei der Mutter, sondern auch die Tanten, die noch Milch haben, die lassen sie dann mal saufen. Man muss bloß gucken, wer der Richtige ist. Das ist der Falsche. Der ist ja gerade mal ein Jahr alt, da kann noch nichts rauskommen. Ihr seid da falsch, hallo. Da kommt nichts. Also was die da so lange treiben, das wundert mich jetzt wirklich, weil das ist nicht die Mutter. Das ist ja selber noch ein Jungtier da und die durften also gar keine Milch haben. Das Schuppern jetzt, das ist Sozialverhalten und zwar dient es dem Gruppengeruch. Die Weißbart-Pekaris gehören ja zu den Nabelschweinen und die haben auf dem Rücken eine nabelähnlich versenkte Drüse, daher der Name. Und sie stehen dann beide aneinander und reiben da den Kopf immer an der Rückendrüse des anderen und so wird dann ein gruppentypischer Geruch erzeugt, den alle Tiere in dieser Gruppe dann auch haben. Und so erkennt Klaus-Dieter Gral seine Schweine nicht nur am Gang. Liese, hopp, hopp, hopp. Gut. Herrlich, das Badewetter. Und da rein. Da. So.
Los, vorwärts. So, hopp, rein. Los, vorwärts. Na, los, ist schick alle. Luise, vorwärts. Los, vorwärts. Luise, vorwärts. Los. Luise, vorwärts. Komm, rein da. Genau die, Mann. Schieb's. Ah. Los, vorwärts. Luise, vorwärts. Feine Fortsetzung. Luise, vorwärts. Hopp, hopp, rein da und vorwärts. Reicht manchmal nicht. Vorsicht. Ja, und je älter die werden, desto mehr muss man die motivieren. Das sieht man bei denen, die sind dann schon so ein bisschen die getigernen Damen. Die brauchen immer ein bisschen. Die Rangältesten der Gruppe haben Ansprüche. Mein Gummistiefel hat ein Loch, Arne. Mein Gummistiefel hat ein Loch. Ach so? Ja. Ihr Fettsäcke. Oh, Luise, der rastet ja richtig aus. Mhm. Der imaginäre Gegner. Hm? Links-Rechts-Kombination, ja, ganz geschickt. Super. Ein Tipp für die nächste Fußball-WM. Ist ein Wellengang heute hier? Nicht zu übersehen, wer so eine Welle macht. Das ist wie ein Tag am Meer hier, du. Das ist schade. Lass mal's, oder? Ja. Feiner, Dimas. So ist ja fein. Das hat Spaß gemacht, ja? Ja, das glaube ich. Hm? Kannst du dann nochmal alleine reingehen, ne? Hm? Oder gleich nochmal. Gleich ist besser, ne? Wir wollen noch mehr. Naja, immer rennt damit. Ja, ja, mach's ja gut. Könntest du ruhig weitermachen. Mit einem Tag am Meer. Mit einem Leben. Seit ein paar Wochen ist der 6 Monate alte Rötelpelikan draußen bei seinen Artgenossen. Doch integrieren will sich der Herr nicht. Eine Ausnahme unter den Handaufzuchten von Jens Hiratz. Na, Hunger, Jungs und Mädels? Ha? So, komm mal hier. Los, komm. Ja. Das ist ordentlich. Nie so gierig. Und nicht mit dem Essen spielen, Schluck runter. So ist fein. Ja, fauch hier nie rum. Aua. Bist du schon satt? Entweder schluckt ihn jetzt runter und kommt nochmal, aber ich glaube, er hat heute genug. Das Wackeln ist, damit er den Fisch verteilt, damit er besser rutscht. Scheint nicht so richtig zu klappen. So. Komm, jetzt schlucken runter. Nee, der liegt noch nicht so, wie er soll. Wird vielleicht eine feine Beute. Tja, hast du den Fisch klauen lassen. Komm her. Willst du nicht? Der ist notorischer Einzelgänger. Das war er ja schon, wo er klein war. Da haben wir ja probiert mit dem Brillenpelikan. Aber er mag keine anderen. Vielleicht gibt sich das später, wenn er geschlechtsreif ist. Guckt sich lieber den Zoo an, haut ab und zu mal ab. Umtriebig ist er ja. Wochenende zum Beispiel, ne? Erst hier runter zu der Promenade und dann andersrum zu der Affen. Mal gucken, was die Kollegen so machen, wa? Ja. Und wer ihm dabei in die Quere kommt? Kinder, die müssten vorsichtig sein. Erwachsener lässt er sich auch schon mal anfassen. Aber Kinder, das ist so seine Augenhöhe, das kann er dann wohl nicht so leiden. Neulich hat er so einer kleinen Japanerin die Brille vom Gesicht geschossen. Die guckte dann hier rüber mit ihrer Kamera und dann war die Brille weg.
hörte nur noch einen Schrei und die Brille flog. Ja, so ist er. Jetzt zieht er sich wieder in seine Ecke zurück, da verdaut er. Und dauert ja nicht lange, dann legt er sich auch hin und schläft, wenn er nicht gerade wieder Blödsinn macht und durch den Zoo trampt, ne? Sieht gerade ganz danach aus. Achtung, Achtung an alle Zoobesucher. Brillen in Sicherheit bringen. Das Kaltblutfohlen lernt heute mit Marina Fanke und Ronald Lecher zwei richtige Pferdeflüsterer kennen. Nie würden sie etwas gegen seinen Willen tun, auch wenn sie ihre Ziele haben. Wir wollen heute mal ein bisschen üben mit unserem Kaltblutfohlen, dem Severin. Ja. Mittlerweile ist er ja 3 Wochen alt und da wird es höchste Zeit, dass er mal einen Halfter aufkriegt, ja, und dass die Füße hier oben mal angehoben werden. Nicht, mein Kleiner? Denn der Hufschmied, der muss ja dann im Alter von 6 bis 8 Wochen muss er schon das erste Mal die Hufe beschneiden. Und da ist es von Vorteil, wenn er das schon kennt und keine Scheu davor hat. Also wenn er merkt, es ist angenehm, dann macht er das auch freiwillig. Komm mal hier, mein Kind. Denn jetzt ist er noch einigermaßen zur Hand haben, wobei er ja schon jetzt ziemlich groß und kräftig ist, also im Alter von 3 Wochen. Komm mal hier. Und desto älter und kräftiger er wird, desto schwieriger wird es für uns, ihn zu bewältigen sozusagen, denn die haben doch mehr Kraft als wir. Wir wollen ja nichts Schlimmes von dir. Wir wollen ja nur mit dir ein bisschen üben, ja? Ja, so ist er ja kuschelig. Er ist ja von Anfang an recht zahm. Du mach mal ein bisschen, ne? Sei mal ein bisschen. Sei mal ein bisschen lieb. Guck mal, er tut auch nicht weh, ne? Severin! Das machen wir so rauf. Ne? Ja, da hat er schon immer. Geht nicht so? Na komm, dann komme ich mal von der Seite. Mal schauen. Irgendwann. Komm mal, wir kraulen mal hier. Nein. Nee, ist nicht so. Ist nicht so, nicht? Na, komm mal her. Komm mal her. Sei mal ein ganz toller Bursche. Hm? Hast du doch, ja. Komm mal, das andere, das tut doch nicht weh. Ne? Ja. Ja, bleib immer schön bei Mutti. Ja. Na, komm. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Zeig mal, dass du ganz toll bist. Hm? Zeig mal, dass du ganz toll bist. Ist ja gut. Oh. Hallo. Ist gut. Nee, lass nicht mit dir weit. Das bringt uns überhaupt nichts. Ist gut. Nur ist gut. Naja. Da werden wir noch ein bisschen üben müssen. Na? Und? Wie machst du das hier? Zeig mir her. Komm mal her. Heb mal Fuß. Komm. Heb mal Fuß. Guck mal. Fein. So, komm mal her. Wir probieren auch mal hinten, ha? Fuß. Feiner Junge. Siehst du, so ist er brav. Jo, fein. Ja. Nicht umkippen. Ja, aber Mama steht ja da. Sehr schön. Prima. Na ja, wird schon werden. Und ab. Es nimmt jeden Tag ein bisschen. Reicht schon, wenn man jeden Tag so 5 Minuten macht und da merkt er dann schon, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist nur eine Trainingsfrage, also das ist irgendwann, schaffen wir das, wa? Ja? Wie er guckt, wa? Da geht das denn schon. Als ob er es versteht. Übung macht den Meister. Na, ihr alten Rascheltaschen. Na, hat da einer Hunger? Hat da einer Hunger? Die Amanda und die Gina. So, ihr Mickey-Mäuse, dann komm mal hier. Auf zu Norbert Zahn. Komm mal hier. Mit knapp einem Jahr werden die beiden Seelöwen nicht mehr von der Mutter gesäugt. Sie fressen schon Fisch. Passiert nichts Schlimmes. Komm hier. Das ist die Voraussetzung, um mit ihnen zu trainieren. Gut. Auch wenn es da mehr oder weniger gelehrige Schüler gibt. Gina, komm her. Komm hier. Gina, komm her. Da kommt die Amanda. Komm her, Amanda. Komm her.
Komm, komm mal hier, komm mal hierher. Amanda, du bist ein bisschen kecker, wa? Gina, komm. Gut. Aller Anfang ist natürlich schwer. Die müssen erst mal lernen, das Trainingssystem zu begreifen. Also ich trainiere ja hier nur durch positives Bestärken. Das heißt also, immer wenn sie was richtig machen, kriegen sie eine Belohnung. Hier, komm, Gina. Gina. Gut. Gina? Komm. Gina. Hallo, Amanda. Hier. Gut. Guck mal hier. Ja, Pfleger überlistet. Oi, und immer wenn sie was falsch machen, ignoriere ich das. Und so finden sie halt relativ schnell raus, welches Verhalten erwünscht ist und welches eben nicht. Und das fängt eben an, dass ich am Anfang die nur auf diesen Pfiff konditioniere. Das heißt ihnen im Prinzip nichts anderes als richtig gemacht, Belohnung kommt gleich, in Form von Fisch in dem Fall. Baram, baram, baram. Auch bei Seelöwenkindern gilt, früh übt sich, was ein Meister werden will. Gerade am Anfang ist es eben wichtig, da kann man viele Sachen sehr schnell eintrainieren, weil die natürlich auch neugierig sind und die kooperieren eigentlich relativ gut. Die machen natürlich super viele Fehler, müssen sie ja auch, weil sie Trainingssystem überhaupt noch nicht kennen und auch überhaupt nicht wissen, was erwünscht ist. Aber genau weil sie Fehler machen, können wir sie ja korrigieren. Und das ist eigentlich am Anfang sehr fruchtbar, da geht es relativ schnell. Ja, ja, in der Jugend flutscht es noch. Später pfeift man eher aus dem letzten Loch. So, Fischalle. Unterricht zu Ende.